Willkommen zurück bei Resident Evil HD Remaster. Jo, wir hatten ja hier dieses Rätsel mit den Statuen gelöst. Jetzt geht's weiter zurück, wo wir diesen Zylinder oder wie sich das Ding nannte, oder Röhre, oder was weiß ich, Zylinderröhre, einsetzen können. Ich hoffe nur, dass es auf dem Weg zurück keine bösen Überraschungen alias Hunter gibt oder sowas. Ja. Naja, hoffen wir das Beste. So, wieder durch den Spinnenraum. Och, wenn Jill hier lang geht, denke ich immer, dann kommt eine Spinne. Hört sich genauso an, als wenn eine Spinne krabbelt. Hier könnte ein Hunter stehen in dem Korridor. Meistens stehen die irgendwo da kurz vor der nächsten Speichermöglichkeit. Na, ist hier wer? Offensichtlich nicht. Naja, haben wir Glück. Ob hier jetzt einer steht, eigentlich bezweifle ich das, aber man weiß trotzdem nie. Ja, man wird in diesem Spiel eben einfach sehr gerne extrem überrascht. Jetzt überlege ich, ob es die Möglichkeit gibt, hier noch irgendwie drauf zu gehen. Ich überlege auch gerade, ob wir die Hexagonwinde noch brauchen. Ich glaube nicht, aber ich nehme sie mit, weil es kommt, glaube ich, noch eine Truhe. Speichern werde ich aber vorerst nicht. Wir gehen mal weiter. Ach, hier steht auch noch ein blaues Kraut, siehst du. War doch gar nicht so arm an blauen Kräutern. Vielleicht nehme ich das nachher noch mit und packe das noch in eine Kiste. Obwohl, ich glaube, hier komme ich nicht mehr her jetzt, aber... Ach, scheiß drauf. Ich glaube, wir brauchen kein Gegengift mehr. War hier noch so eine scheiß Kugel. Okay, ich hoffe, die rollt jetzt nicht mehr los. Scheint aber nicht so. So, jetzt erinnert ihr euch sicher, jetzt kommt dieser Raum mit dem großen Fahrstuhl in der Mitte. Hier haben wir auch diese Röhre oder was weiß ich, wie sich das Teil nennt, entnommen. Das können wir jetzt hier wieder einsetzen. Der Code war jetzt, glaube ich, 4231 oder so. Wird schon stimmen. So, eingesetzt. Jetzt kommt der Code. So, als erstes die Nummer 4, 2, 3, 1. Anscheinend ist die Stromversorgung wiederhergestellt. Wunderbar. Da kommt auch schon der Fahrstuhl. So, ich glaube, hier war nichts weiter, dann können wir es, ja, können wir in die nächste Ebene vordringen. Barry? Wen haben wir denn da? You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Tja, da hat sie wohl recht. Aber was ist mit Barry? Ihr erinnert euch, es wurde gesagt, es gibt einen Verräter. Mach mir so. Oh, wieder dieses Geräusch, was wir schon kennen. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Na sicher, immer die Frauen vorschicken. Da stimmt doch irgendwas nicht mit Barry. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, aber das war schon ein bekanntes Geräusch, was wir da gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gut hören konntet. Ich hab's selbst nicht so deutlich gehört. Jedenfalls denke ich mal, werden wir jetzt jemanden wieder treffen, den wir schon mal getroffen haben. Ich glaube, die Kurbel kann ich jetzt wirklich wegpacken. Ja, gucken wir mal hier.
Okay, nee, wir gehen wieder hoch. Hier müssen wir noch nicht hin, hier müssen wir gleich hin. Seht nur hier. Ja, hier ist so eine Art Empfangsstation, nennen wir es mal. Gut, das kann man nicht wissen, wenn man das Spiel nicht kennt. Und hier ist eine Schrottpresse. Ne, das Teil kommt runter, ganz logisch. Und das brauchen wir jetzt bald noch. Wozu werdet ihr jetzt noch gleich sehen, denke ich mal. Aber erstmal gucken, was aus unserer Begegnung wird. Mit dieser bekannten Stimme. Gehen wir mal in diese Tür. Eine Tür, die auch überhaupt nicht in diese Mine hier reinpasst. Das ist schon sehr seltsam. Oh Gott. Was war das? Da war das Geräusch wieder. Oh Gott. Ich sag nur Monster in Ketten. Tja, wer es genau ist, vielleicht habt ihr schon erraten. Wir gehen mal hier lang. Das ist ziemlich verwirrend hier, diese Gänge. Aber ich kann sagen, das Monster läuft hier immer so im Kreis. Kann man also ein bisschen verarschen, wenn man Glück hat. Ich glaube, hier sind wir auch schon richtig. Ich würde trotzdem gerne mal auf die Karte gucken. Wie es da draußen war, wo die im Kreis läuft. Ja gut, gibt nur noch einen anderen Weg dann. Und den können wir noch nicht gehen. Weil wir dazu das brauchen, was wir jetzt hier im Grunde holen wollen. Klettern wir erstmal hier hoch. Ich glaube, hier liegt noch was Nettes. Oh ja, Magnum Muni. Herrlich. Nehmen wir doch gerne mit. Hier haben wir ein Batteriepack. Das wir auch gerne mitnehmen. Und die Pistolmuni lassen wir zurück. Die brauchen wir nicht mehr. Können uns jetzt echt bessere Sachen leisten. So, das schieben wir hier. Also die Kiste hier kann man verschieben. Die schieben wir auf diese Plattform da. Was das für eine Plattform ist, werdet ihr auch gleich sehen. So, schieben. So, hier können wir auf den Knopf drücken. Ein Gerät zum Transport von Materialien starten. Ja, ihr seht es. Dann kann man die transportieren. Und ich sagte ja schon, da unten ist eine Art Empfangsstation. Ich denke, jetzt wissen alle von euch, was wir da empfangen werden. Und zwar ist es diese Kiste. Und dann können wir auch diese Schrottpresse uns zunutze machen. Indem wir die Kiste einfach da reinschieben. Dann werden wir sehen, was drin ist. Ja, wundert mich auch, dass man die Kiste nicht anders öffnen kann, aber... Egal, ich weiß nur nicht, wo dieses Monster jetzt ist. Ach, da ist es. Och, elendig sieht das aus. Das arme Vieh. Sieht man nicht mal einen Schrotflintenschuss. Ändert sich gar nicht. Das arme Biest. Wie jemand so zugerichtet werden kann durch ein Virus. Naja, ich weiß wie gesagt noch nicht, ob ihr das erraten habt schon, wer das ist. Aber wir werden es noch erfahren. Ich glaube zwar noch nicht in diesem Part. Was zum Teufel macht Barry da? Ist er doch der Verräter? Ich weiß es nicht. Aber das war ja eben eine sehr komische Aktion. Er haut einfach ab. Diese haut er jetzt erst jetzt ab, wo ich wieder auftauche. Verstehe ich nicht. Wenn er was wollte, dann wäre er doch gleich abgehauen oder was. Ich verstehe ihn nicht. Aber ist mir jetzt auch egal. Wir machen erstmal das, was wir wollten. Nämlich, hier ist jetzt die Kiste angekommen mit diesem Transportgerät. Und die schieben wir direkt in die Schrottpresse. Oder Müllpresse, was weiß ich. Was will man hier für einen Schrott pressen, ne? So. Ach, toll. Noch ein Stück rüber eben.
So. Jo, jetzt wieder Knopfdruckverfahren. Und das Teil geht ab. Jo. Ja, das sieht doch sehr nach einem Flammenwerfer aus. Aber ich glaube kaum, dass der jetzt noch funktioniert. Nachdem er unter dem Müllschlucker war. Aber wie gesagt, sind Flammenwerfer hier ja dazu gut, um sie irgendwo einzusetzen. Jo, defekter Flammenwerfer. Um Türen zu öffnen. Das werden wir jetzt auch in dem Raum machen, wo wir eben schon waren mit den Monsterketten. Ja, wäre Barry gemein, würde er genau jetzt auf den Müllschlucker-Knopf drücken. Na, was das mit Jill? Aber Barry scheint ja nicht so gemein zu sein. Ich weiß nicht, was mit Barry los ist. Wir werden es sehen. Das heißt, ich weiß es, aber ich sag's euch natürlich nicht. Wir wollen es ja alles schön spannend lassen hier. Jo, gehen wir mal wieder hier rein. Jetzt müssen wir nicht aufpassen. Jetzt wird es nicht so einfach. Jetzt müssen wir das Monster in Ketten nämlich austricksen so ein bisschen. Das läuft ja immer im Kreis, habe ich ja gesagt. Ist hier irgendwas noch? Hä? Bin ich denn das letzte Mal lang gegangen? Ich muss erstmal wieder auf der Karte gucken. Ach, ich weiß es nicht. Mich wahrscheinlich wieder dumm getäuscht. Ah, hier bist du. Okay. Okay, ganz ruhig. Jo, wir gehen jetzt hier hin. Da unten ist es, okay. Okay, den Hebel umlegen. Jetzt gehen diese Teile hier auf. Das ist an der Tür, die hier noch war. Hier gibt es ja noch einen Weg, den wir noch nicht eingeschlagen haben. Aber den werden wir jetzt gehen. Hier. Und da werden wir jetzt eins machen, und zwar den Flammenwerfer einsetzen. Und damit können wir jetzt den Weg hier nehmen. Ja, mal gucken, was wir hier jetzt vorfinden werden. Oder wird sich jetzt doch schon... Ich glaube, jetzt wird sich doch schon das Rätsel um dieses Monster in Ketten lösen. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Eine riesige Sammlung aller Arten von Puppen sieht also nach einer Art Kinderzimmer aus hier. Was, das Feuer ist erloschen, aber hier war vor kurzem jemand, der das Monster oder was? Viele Puppen. Es war ein Kind. So viel können wir schon mal sagen. Oh, hier sind Schlangen im Wasser. Hier sollten wir aufpassen. Wenn wir Pech haben, werden wir hier nochmal vergiftet. Ja, jetzt sieht schon wieder nicht mehr so nach Mine aus, sondern schon wieder eher nach normalem Keller. Ja, wieder ein Raum. Zum Teufel sind hier für Räume so weit unter der Erde. Die dummen Schlangen kommen wirklich ziemlich dicht. Das Bett ist noch warm, oh Gott. Wir nehmen den Dolch mit. Was haben wir hier? Wieder so ein Kasten. Schmuckkasten nehmen wir mit. Was haben wir denn hier? Der geht auch einfach so auf. Und hier haben wir den Steinring. Ihr wisst, was das ist, ne? Wir haben ja schon das Metallobjekt gefunden und mit diesem Steinring können wir jetzt das auch zum Metall- und Steinobjekt machen. Was wir hatten, war ja nur Metallobjekt. Dann haben wir nämlich zwei von den Dingern. Das eine war ja noch an dem Ausgang. Dieses Foto haben wir schon mal gesehen. Und zwar im Tagebuch von George Trevor. Vielleicht wird euch jetzt klar, wer das Monster in Ketten ist. Und, ja, Kinderzimmer, ne? Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. Jessica, Virus-Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellaktivierung. Virusfusion negativ, Aktion eliminiert. Ihr erinnert euch, Jessica, das war die Frau von George Trevor. Sie wurde also umgebracht, weil der Virus bei ihr offenbar nicht gefruchtet hat. Ja, dann bleibt ja nur noch Lisa.
Dieser Virustyp B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutzbeobachtung dauert an. Das Monster in Ketten ist also dieser Trevor, die Tochter des Architekten George Trevor, der diese Villa gebaut hat. Das ist natürlich eine sehr tragische Geschichte. Einfach die Familie des Architekten zu infizieren als Testobjekte. Also ist schon abscheulich, was in diesem Haus hier vorgefallen ist. George, Aktion terminiert. 30. November 67, ja, den haben sie da eingesperrt und dann schließlich ist er gestorben, dann haben sie ihn verbrannt. Heißt doch terminiert, glaube ich. Ne? Denke ich jetzt mal. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Oh Gott. Das ist jetzt das wirklich das emotionale Tagebuch der Lisa Trevor. Sehr traurige Geschichte. 14. November 1967. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit ihr gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? Das muss schrecklich sein als Kind hier in so einer Anlage. 15. November 67. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders in. Mami, muss Mami finden. Muss Mami Gesicht wiedergeben. Ihr habt ja gesehen, das Monster hatte mehrere Gesichter auf. Sie hat also verschiedenen Menschen das Gesicht abgerissen und sich selbst aufgesetzt. Ja, es ist schon eine tragische Geschichte, also. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1967 wahrscheinlich. Ich vergeht schon das Schreiben. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami in Kasten? Kasten steinhart, tut weh. Stahl sei im Weg, kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Ja, was es damit auf sich hat, werden wir auf jeden Fall auch noch sehen. Das allerdings erst im nächsten Part, Leute. Ich danke euch, dass ihr wieder zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Haut rein.